mit dem Teleskopschlagstock auf den Hinterkopf. Dann Tritte und Schläge gegen den am Boden liegenden Mann. Am Ende Pfefferspray auf das blutüberströmte Opfer. Das Video, aufgenommen von einer Überwachungskamera, soll den Überfall Linksextremer auf einen vermeintlichen Neonazi zeigen. Heute geht es um die sogenannte Hammerbande oder wie ich sie nenne, die Rosa Armee-Fraktion in Anlehnung an die Rote Armee-Fraktion. Da gibt es ja Leute, die sagen, kann man überhaupt nicht vergleichen. Die Rote Armee-Fraktion, die RAF, die RAF hat ja diverse Menschenleben auf dem Gewissen. Das ist richtig, aber dass die Hammerbande noch keine Menschenleben auf dem Gewissen hat, das ist meines Erachtens mehr so ein Zufall. Da hätten schon diverse Male Menschen sterben können bei den Anschlägen. Man darf eins nicht vergessen, habe ich glaube ich schon mal irgendwann erzählt. So schrecklich die Taten der Roten Armee-Fraktion waren, es waren meistens Taten aus der Ferne. Man hat geschossen oder man hat irgendwelche Sprengfallen gebaut, was weiß ich. Ganz schlimm, gar kein Thema. Aber die Hammerbande hat noch eine andere Qualität. Die geht direkt an ihren Gegner oder vermeintlichen Gegner ran, von Angesicht zu Angesicht und schlägt dann mit einem Hammer zum Beispiel, deswegen Hammerbande, auf diese Menschen ein. Also was für eine kriminelle Energie dahinter steckt, was für eine Verachtung, was Menschenleben angeht. Also es ist der absolute Wahnsinn, es ist der absolute Wahnsinn. Und deswegen finde ich, dass dieser Vergleich Rote Armee-Fraktion, Rosa Armee-Fraktion, also Hammerbande, gar nicht so weit hergeholt ist. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Fotos legen, meine Lieben, nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, vielleicht auch einen Daumen nach oben gehen und uns folgen auf X, Twitter, wie auch immer, und auf Telegram, und ladet bitte auch unsere App runter. Könnt ihr alles hier drunter in der Infobox im Infokasten finden, was ihr dazu braucht. Meine Lieben, es gibt einen aktuellen Anlass für dieses Video, denn es gibt neue Steckbriefe von der sogenannten oder von Mitgliedern der sogenannten Hammerbande. Wieso? Nun ja, die Tatorte in den vergangenen Jahren lagen ja meistens in Ostdeutschland, Mitteldeutschland, wie man es nimmt, in Sachsen, in Thüringen und höchstwahrscheinlich auch in Sachsen-Anhalt. Aber nun kam es ja im Februar 2023 in Budapest, in der Hauptstadt von Ungarn, am Rande eines angeblichen Neonazi-Treffens, keine Ahnung, ja, kam es zu einer weiteren Attacke, und es war schlimmer im Prinzip als je zuvor. Warum? Während diese Mitglieder der Hammerbande in Deutschland immer noch so ungefähr wussten oder auch genau wussten, auf wen sie es da gerade abgesehen haben, wussten sie es in Budapest nicht. Haben einfach angenommen, oh, die haben die und die Klamotten an, die sind bestimmt auf dem Weg zu diesem Neonazi-Treffen oder vermeintlichen Neonazi-Treffen, keine Ahnung, wie gesagt, und die können wir jetzt halt totschlagen. Das ist geschehen in Budapest, und das hat sich die Polizei in Ungarn nicht gefallen lassen, aber dazu komme ich gleich. Kommen wir jetzt mal zu den neuen Steckbriefen. Neu im Visier der Ermittler sind diese vier Mitglieder. Da haben wir einmal Paula Leonie Pretzel. Alle um die 20. Da muss man sich auch mal vorstellen. Es sind ja auch, genau wie damals, eine weitere Parallele bei der RAF, auch so viele Mädels dabei. Wo nehmen die diese Energie her? Also wo nehmen die diesen Hass her? Wo nehmen sie diese Gewaltbereitschaft her? Also, oh Mann, ich kann es nicht begreifen. Also, sie wurde in Jena geboren 2003, und sie wird von der Budapester Polizei wegen schwerer Körperverletzung gesucht. Sie war nämlich nachweislich, mutmaßlich, muss man immer sagen, aus juristischen Gründen dabei. So, dann kommen wir zu Simeon Ravi Trux. Das denn vor allem, wo kommt der denn her? Also auch aus Jena, meine ursprünglich. Und auch er wird von der Budapester Polizei wegen schwerer Körperverletzung gesucht. Und der ist jetzt 23 Jahre alt. Geboren am 14. Der ist 23 Jahre alt. Dann haben wir die Amelie Luca Schaller. Geboren 2002.
ebenfalls in Jena. Was ist denn ein Jena eigentlich? Was ist da für ein Netz da? Also die muss dann jetzt 21 Jahre alt sein. Und auch sie wird wegen schwerer Körperverletzung von der Budapester Polizei gesucht, weil sie eben bei dieser Attacke dabei war. Und dann der letzte neue, haben wir da überhaupt schon ein Foto? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das ist der Linus Theo Münchnich. Der ist geboren am 12. April 2001 in der Neustadt an der Aisch, das liegt in Bayern. Und auch er wird wegen schwerer Körperverletzung gesucht. Dann haben wir noch Jungs, die in Budapest von der Polizei bereits gefasst wurden. Da haben wir einmal den Berliner Tobias E., er ist 29, sitzt seitdem in U-Haft. Und Anne M., eine der Hübscheren, ich kenne sie auch ohne Balken, nicht privat natürlich nicht, 26, ebenfalls aus Berlin, die ist unter Auflagen draußen. Gegen beide wurde jetzt kürzlich am 30. Oktober Anklage erhoben. So, auch wenn die Anne ganz hübsch aussieht, bedeutet nicht, dass sie nicht gefährlich ist. Bei ihr wurden gefunden ein Teleskopschlagstock, ein Gummihammer und eine Pfefferspray-Pistole. Sie wurde, wie gesagt, gefasst, unter Auflagen wieder laufen gelassen, was ich auch nicht verstehe bei dieser Bande, weil diverse Mitglieder sind untergetaucht. Hier zum Beispiel der angebliche Partner, Lebenspartner von der Lena hieß sie, glaube ich, ne? Lena, die ja für ein paar Jahre verknackt worden ist, aber auch schon wieder auf freiem Fuß ist aufgrund von Rheuma. Also, die tauchen unter. Und ich meine, versucht ihr mal irgendwie unterzutauchen in der heutigen Zeit. Es ist ja gar nicht so einfach. Für die aber schon. Ich habe da eine Theorie, aber da ist die Polizei auch schon selber drauf gekommen. Es gibt ja überall in Deutschland, in Berlin, in Hamburg, gibt es ja diese besetzten Häuser, wo die Polizei sich nicht reintraut. Da werden die sitzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Muss ja aber auch ein scheiß Leben sein. Die ganze Zeit da in diesen dreckigen, stinkenden Rattenlöchern darfst nicht raus, weil. Aber auch, dass da auch keiner mal auspackt. Ich meine, das sind mutmaßliche, oder die haben versucht, Menschen umzubringen. Und nehmen wir mal an, die leben nun in diesen Häusern. In diesen Häusern leben, was weiß ich, lass da irgendwie 100 Leute leben oder so. Von diesen 100 Leuten ist keiner bereit, einen Menschen zu verpfeifen, der versucht hat, andere Menschen umzubringen. Das muss ich mir mal vorstellen. Sowas gibt es ja nicht mal bei der Mafia. Selbst bei der Mafia gibt es immer einen, der auspackt. Bei denen, nee, nicht. Also, meine Lieben, wir bleiben dran. Haut ihr rein, macht weiter und bis später.